An welchen Covid-19-Impfstoffen wird aktuell geforscht? Ja, an einer Unmenge, also sicher über 100. Was derzeit interessanter, die, was ich natürlich mehr verfolge, sind die, die was jetzt im Rolling Review sein. Und auf der, die kann man auch allem nachschauen auf der EMA-Homepage, der Europäischen Arzneimittelagentur-Homepage. Und derzeit ist dort Sputnik, also der russische, und dann ist noch einer von CureVac und noch eine andere Pharmafirma, also drei kommen demnächst. Und Johnson & Johnson ist ja gerade zugelassen worden.